Sehr schön. Okay. Also ich kann mich noch gar nicht bewegen. Okay. Ich bin irgendwie noch in so einem Modus. Damit kann ich greifen. Okay. Das ist... Ich habe es mir gerade aufgesetzt. Okay. Ich wollte mir eigentlich die Textur angucken. Okay. Habe ich jetzt irgendwas Besonderes? Na, ich habe jetzt irgendwie das Ding nur aufgesetzt. Gut, Tasche nehmen. An Brust befestigen. Tasche nehmen. So, achso, das ist Tutorial hier, jetzt sehe ich das. Bewegen, danke, rechts, also ganz normal und hier schwenken. Wobei ich hatte doch eingestellt, dass ich... eigentlich hatte ich eingestellt... Geschichteneinstellungen, Bewegungen... Frei bewegen. Frei bewegen. Oh, guck mal, Steuerung. Ja, kannst du mal drehen. Nach unten ist Teleportation. Nach unten ist Teleportation. Achso, das habe ich, glaube ich, ausgeschaltet. Greifen, Greifer loslassen und Gegenstände fallen zu lassen. Werkzeug verwenden, Drehung. Ja, wird sich alles ergeben. Schwebepack. Schwebepack hoch, aufstehen, Schwebepack runter, kriechen. Okay. Ha ja. Gut. Nee, ich wollte nicht. Nee, das hast du falsch verstanden. Ich wollte weiter. So. Also, so kann ich mich bewegen. Eigentlich wollte ich das aber nicht ruckelig haben. Aber das kann ich dann immer noch gucken. So. Da ist noch was. Zum Verstauen über Tasche halten. Was? Hä? Wie, was denn über Tasche halten? Das ist doch meine Tasche. Muss ich die Tasche dann in die Hand nehmen jedes Mal? Oder habe ich das falsch verstanden? Naja. Können wir gleich nochmal probieren. Dabei noch was anderes. Hier war doch noch irgendwo... So, jetzt gucken wir mal, was hier so noch ist. Anpacken kann man auch nicht alles. Gut. Das ist nur so zum Angucken, aber nicht anpacken, ne? Da liegt auch noch was rum. Guck mal hier. Was ist denn das? So, jetzt machst du es nochmal. Also, das ist so irgendwie komisch, dass man das nicht über Tasche halten. Muss man jedes Mal die Tasche nehmen und dann fallen lassen? Okay, das kann man... okay, ja. Okay, man kann die Tasche so rumschleudern halten. Man kann es dann in die einzelnen Kästchen sogar reinlegen. Gut, wie auch immer. Jedes Spiel hat seine eigene Logik und Vor- und Nachteile. Und hier kann man hochklettern oder nicht? Nein, kann man nicht. So viel dazu. Ich komme gerade aus Horizon, Call of the Mountain. Ich versuche natürlich wahrscheinlich jetzt überall hoch zu klettern. So, hier war aber auch noch was. Das da. Die sehen doch alle gleich aus. Ach so, die hat er jetzt schon übereinander gelegt, weil es zwei sind.
Ja, das heißt, wenn ich es jetzt wieder... Ach so, ich kann die auch so in der Luft hängen lassen. Cool. Ist jetzt auch mal, steht da 3. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Zumindest eine Sache habe ich schon mal verstanden. So. Roboterköpfe brauchen wir gerade nicht. Ich muss mal eben gucken, wie ich stehe. So. Ja. Da ist ein Dings. Hier ist ein Knopf. Da drücken wir gleich schon mal drauf. War es das? Oder muss man näher ran? Um zu sehen, was man noch nehmen kann. Kann man hier was öffnen? Das ist aber doof, wenn man sich bückt, dass der Oberkörper gerade bleibt. Das sieht immer komisch aus. Naja. Ist dann halt so. So, das ist ein... wieso kann ich denn da nicht dran? Das ist aber komisch. Ich muss einen Sicherheitsabstand zur Wand halten. Na okay, dann werde ich wohl den Knopf drücken müssen. Aber vorher drücken wir noch mal ein paar andere Knöpfe. Geht nicht. Hä? Ach so! Cool. Näher komme ich nicht ran. Das sieht nicht so schlecht aus. Warum sind eigentlich immer in den Raumschiffen die Fenster so beschissen? Und warum... Ja, mache ich gleich. Verkratzt oder verschliert? Haben Raumschiffe keine Scheibenwischer? Naja, oder ein Kraftfeld. So, wo bin ich denn hier? Ja, okay. Ja, ist ja gut. Hört ihr das? Mein Controller tutet wie ein altes Telefon. Wie das Rufzeichen bei einem alten Telefon. Dude! So, Frosche, begib dich zum Frachtladebereich. Details. J4X braucht deine Hilfe. War das der komische Typ da oben? Verwende den Datengreifer an deinem Handgelenk, um zum Frachtladebereich zu gelangen. Datengreifer an deinem Handgelenk. Das Teil. Okay. Um zum Frachtladebereich zu gelangen. Was ist das da? Ein Inhalator? Ein USB 4? Das ist doch ein... Nee, das ist ein Medpack oder sowas? Nee, das ist kein Kreuz. Also es sieht aus wie hier so ein... Ne? Eine E-Shisha. Mit zwei USB 4 oder ist das USB 6 schon? Ja, wie auch immer. Wie kriege ich das jetzt wieder zu? Aktive. Achso, da unten muss ich hinschießen. Drehen. Ja, das weiß ich, dass man da drehen kann. Ach, jetzt kann ich auch da durchgehen. Guck mal an. Und warum soll ich den benutzen? Oh Gott, der ist ja niedlich. Den kenne ich irgendwoher. Den habe ich schon mal gesehen. So. Missionsziele finden. Okay. Hey. 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 Es sieht so ein bisschen aus wie der kleine Deprimierte. Der läuft vor die Wand. Ach, der patrouilliert.
Gut, dann gehe ich davon aus, dass dieser Pfeil. Ach, das geht wieder aus. Dass der Pfeil mich dann dahin führt. Okay, für Dove. Aber ich will hier gucken. Ich will doch noch gucken erstmal. Ich will doch mal gucken. Guck mal, hier ist auch noch was. Kann man denn einfach woanders hingehen und drücken? Ja, kann man. Also, man wird nicht gezwungen. Man kann auch mal einfach rumlaufen und drücken und reingucken. Ah, okay, hier ist nichts Besonderes. Ist auch nur ein Frachtraum. Warum sind denn die Luken hier dicht? Naja, da ist irgendwie Licht hinter. Indirekte Beleuchtung. Wie auch immer. Gut zu wissen. Was? Was soll ich denn da? This is a job for your handy all kit too. I'd swoop in and save the day, but I'm busy being the best pilot the galaxy's ever seen. Jetzt tuten beide. Es ist ja schon. So, jetzt habe ich meine als. Ach so, wenn die runterfällt, dann hängt sie hier. Da steht was dran, das kann man leider nicht lesen. Werkzeug wählen. So, achso, jetzt ist das hier links auch schon wieder weg. Werkzeug wählen. Achso, schon wieder runtergefallen. Da muss ich wahrscheinlich hier so irgendwo. Ah ja, so ist runter, so ist hoch. Das habe ich schon gesehen. Ey, ihr glaubt das nicht. Das ist so realistisch durch die Vibration im Controller. Das fühlt sich echt so an, als ob man das in der Hand hätte. Man merkt, wie sich das Ding dreht. Das gibt's nicht. Das ist geil gemacht. So, wie kann ich das? Kann ich den Schalter? Nee. Wie kann ich den auswählen? Wie kann ich denn das Werkzeug auswählen? Ah, hier. Haha. Mit dem. Das ist jetzt. Das ist wie so eine Art Lötlampe. Achso, hier. Da sieht man es einmal so. Dann das ist der Schrauber. Oh, das ist aber doof, dass, also, dass man den gedrückt halten muss. Achso, und das ist dann. Okay, das ist dann so ein Elektroschocker. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass wir den brauchen. Das ist so unreal ist das. Das fühlt sich echt so an, als ob man das Ding in der Hand hätte. Also das Ding nicht in der Hand. Ihr wisst schon, was ich meine, was? Ihr wisst schon, was ich meine. Was? Wieso ist da jetzt so ein. Ach so, so muss ich greifen. Okay. Ich weiß aber noch nicht, was ich jetzt machen soll da irgendwie. Also, da ist jetzt irgendein Kabel. Und ich muss mich jetzt entscheiden, wo ich es reinstecke. Was ist, wenn ich das da reinstecke? Ach so, ist gerade aufgegangen, mal. Wenn ich das oben reinstecke. Passiert auch nichts. Hä? Obwohl, das ist doch runter und das ist rauf wahrscheinlich. Also ist es da schon richtig. Egal. So. Man muss ja alles mal ausprobieren am Anfang, ne? Das Symbol
Ist auch ein Mikro, sieht aus wie ein futuristischer Frosch. So, kann ich sowas anfassen? Nee, auch nicht. Ah, das ist wieder so ein Game, wo man nur 20% der Sachen anfassen kann. Und das finde ich ja nicht so toll, wenn man so, ja, also, ja, man merkt, dass das halt ein Add-on bekommen hat, das Spiel Enhanced halt. Das hat das VR-Add-on bekommen, aber hat halt noch nicht alle Features, die so moderne VR-Geschichten haben, dass man das nicht kann, nicht rein pieksen kann, sondern davor stoppt. Aber so von den Texturen her, das ist schon recht ordentlich, also schon cool. Auch so hier hinter leuchtet da, so indirektes Licht dahinter. Da ist schon wieder irgendwie so eine blöde... Kommt schon wieder so einer an. Was denn, wenn ich mich da vorstelle und den blockiere? Der schiebt mich weg. Ja, okay. Ich gehe mal davon aus, dass das Shot da hinten sowieso zu bleibt. Sag was, komm. Ne, der schiebt mich einfach weg. Als ob ich vollkommen uninteressant wäre. Unverschämtheit. Das ist schon. Warum kommt man nicht näher an das Fenster ran? Ich will da noch näher raus. Achso, kann ich ja. Ne, guck mal, kann ich nicht. Wenn ich einen Schritt nach vorne gehe im Raum, dann wandert die Wand. Das ist aber auch gemein. Also, ich bin irgendwie an so einem. Entweder bin ich angedockt an einem Raumdock oder mein Raumschiff ist so groß. Aber das sieht schon nicht schlecht aus. Auch die 3D-Wirkung ist recht cool. Das sieht fast so aus, als ob da gar keine Scheibe drin wäre. Schon wieder so ein Teil. Schon wieder so ein Teil. Oh, das funktioniert ja sogar. Was ist denn das da? Was ist denn das da? Kann ich das anfassen? Nee, kann ich nicht anfassen. So, muss ich das wieder zumachen? Das hat überhaupt keine Funktion. Soll ich erstmal neugierig sein und das offen machen? Aber womit? Damit schmelzen? Nein. Schmelzen funktioniert nicht. Nee, das müsste man bohren und Bohrer habe ich nicht. Jedenfalls noch nicht. Gut, dann lassen wir das mal in Ruhe. So, und das dürfte dann der Frachtraum sein. Nee, oder nicht, oder doch, oder ja? Das sieht eher aus wie so ein Ersatzteillager. Oh, eine kleine Roboterkugel, oder was ist das? Das war jetzt ein bisschen kurz. Das ist aber irgendwie so eine... Roboterdrohne oder sowas. So, was ist das? Hä?
Kann man da nicht irgendwie sagen, sag mal, was das ist? Ne, kann man nicht. Alles erstmal einpacken, ne? Ja, das sieht ja genauso aus. Obwohl das eine andere Form hat, ist das Symbol genau wie das. Okay. So, und alles, was uninteressant ist, kann man reinpieksen. Gut. Ist da nichts mehr, was irgendwie... Ein Roboterschädel, ja, darf ich nicht dran packen. Also das ist ein bisschen doof. Man kann nur die Hälfte irgendwie anfassen. So. Wahrscheinlich nach rechts. Ja, da ist ja alles zu. Bin ich immer noch nicht im Frachtraum? Nein, immer noch nicht. Okay. Da muss ich hin. So, und was ist das da? Da musste ich hin. Mission. Was? Der möchte? Welcome home, briefly. Only enough time to get your cargo unloaded, and then it's off to pick up more parts for the droid depot. You're due in the fifth system in the 32 standard hours. How's everything going? Well, I know you got a good deal on this barge, Mubo, but it's falling apart. Maybe our next ship can be something more nimble. Like an X-Wing? We're not getting an X-Wing, Jax. Give me one good reason. I built you to pilot the freighter. Give me two good reasons. No, that means the loader just launched. Back to work. The next container is ready. Coordinates are coming your way. Was? Irgendwas hat doch gerade hier... Ach da, da geht gerade was ab. Make sure to scan those parts from Ryloth. They must be tagged for offline. I moved the container into position and pinged your compass with the coordinates. Ah, das sind so angeflanschte Container. Okay. Schade, das hätte ich jetzt so gerne gesehen, wie das passierte. Zu spät gesehen. Was ist das? Nein. Ich sollte vielleicht nicht überall drauf rumdrücken. Wer weiß, was dann passiert. Das ist wahrscheinlich hier so ein Notauswurf. Das ist Self-Destruct. Nein, sieht schon cool aus. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass da keine... Ah doch. Dass da keine Scheiben drin sind, sondern dass das nur Kraftfelder sind. Mann. Und ich habe immer Probleme, die Scheiben so spiegelblank zu kriegen. Ja, hier habe ich gestanden, hat er mich vollgelabert. Der labert ein bisschen zu schnell. Kann ich hier durch? Kann man hier irgendwas machen? Nee, kann man nicht. Das ist ja auch rot. Rot ist nicht. Rot ist tot. Gott. Ich sollte mal auf meine Handgelenke achten. Da ist bestimmt schon wieder eine Meldung. Ah, hier, das sieht echter. Das sieht... Exakt. Hier sind auch Container. Ey, wie viele von den Dingern habe ich denn? Wie sieht denn mein Raumschiff aus von außen? Komisches Teil. Also mindestens, wenn ich mehr Container habe ich. So, was kann ich denn hier machen? Auch was? Ne, da kann ich nichts machen. Huch. Ich bin auf den... Kann ich hier was machen? So? Nein. Kann hier gar nichts machen. So, ich glaube, ich musste man hier nicht die Mission anzeigen. Ah, guck, da hinten blinkt's. Muss mich erstmal ein bisschen an die Spiellogik rantasten. Oder ich hätte wahrscheinlich das wieder nehmen müssen. Ja klar, dann kann man es auch sehen, dass man dahin muss. Ja, das ist ja gut. Das sieht nach einer Schleuse aus. Tür zu. Tür auf. Okay. Das sieht jetzt nach Frachtraum aus.
teleportieren. Ich wollte nicht teleportieren. I know you wanted to get off Batu and see the galaxy, but did you ever think it would be as glamorous as doing things like scanning Barth's containers? Kann man das auch so einfach fallen lassen, ohne dass man es in die Tasche tut? Oh ne, die liegen nicht da. Credits bleiben einfach so. Kann man so nehmen, okay. Kann man die Kiste aufmachen? Ne, kann man nicht. Jo, alles ein bisschen karg hier. Ist nichts mehr. Achso, guck mal, hier ist ein Aufzug. Kann ich den bedienen irgendwo? Also in Red Matter oder in anderen Spielen oder in so, ne, jetzt hier ein Hebel oder ein Knopf, um das Ding zu bewegen. Das ist schon ein bisschen anders alles. Ja, was kann ich da runter? Wahrscheinlich nur so. Da ist eine Klappe auf und blinkt. Hier runterspringen kann ich nicht. Muss ich immer so machen. Ah ja, okay. Kann ich den bis da oben scannen? Ne, kann ich nicht. Aha. Was? Also diese scheiß Einblendungen gehen echt zu lang, zu kurz. Neuer, außerdem war das unscharf, das war so weit unten. Das kommt nur einmal, das ist cool. Also die Texteinblendung viel, viel zu kurz. Die sollte man wegdrücken können. Keine Ahnung, was er jetzt will von mir. Kann ich da was machen? Nee, kann ich nicht machen. Ja, ist auch egal. Kann ich sonst noch was scannen? Ziemlich matschig, muss ich ja sagen. Also, die ist unscharf. So, remember when we were on Trentocean and stopped at that dial? Well, I interfaced with the security team and they told me they allow droids in the resistance. But General Organa herself sometimes travels with a protocol droid. Can you imagine? That could be me one day. I prefer the pilot for them, but I hope that woman's king. Or have the general's way. Kann man hier auch scannen? Hä? Was soll das? Bin ich da dran gekommen? Achso, ja, okay, ich wollte da hin. Ah, keine Ahnung.
So, hier ist eine... Oh, da ist was. Die kann ich ja alle mal einpacken. Zwei. Drei. Oh. Komm mal her. Kommst du her? Kommst du... Okay. Hallo? Kann das sein, dass ich nur drei kriegen kann? Ah, drei pro Kästchen vielleicht. So, das kenne ich jetzt. Jetzt mal gucken, ob ich das jetzt lesen kann. Oder kann ich das so? Ne, kann ich nicht. Muss ich scannen. Ach, da ist auch das Symbol drauf. Jetzt mal gucken, ob wir den Text, diesen unscharfen Text, mal eben noch mal gucken. Ne, die Brille ist richtig justiert. Die sitzt genau. Alles andere ist scharf. Jetzt kommt dieser unscharfe Text wieder. Da unten, neuer. Da stand was und dann kommt der Text oben drüber. Also, schlecht gemacht. Echt schlecht gemacht. Das ist nicht gut durchdacht. Also man merkt irgendwie, Enhanced Edition, dass da VR draufgesetzt wurde. Das ist nicht gut gelöst. Und wie gesagt, der Text ist zudem noch unscharf und jetzt überlagert von dem Quasseltext. Das heißt, keine Ahnung, was das jetzt hier ist oder was das für eine Information war. Unscharf, weil das da unten am Bildschirmrand erscheint. Ja. Totaler Humbug. Schlecht gelöst, schlecht. Also da gibt es Spiele, die das erheblich besser machen. So, dann gucken wir uns mal das Ding nochmal genauer hier an. Kann man da was nehmen? Das interessiert ihn nicht. Wenn da kein Symbol zum Scannen drauf ist, dann interessiert ihn das nicht. So. Aha. Okay. Da sind wir schon auf dem richtigen. Na. Unbekannte Packkiste. Ja. In the corner of a dimly lit cantina, pays you a lot of credits to transport two special packages. This is like that, but we're certainly not smuggling them. But we're probably also not smuggling them. Just get them planet side. Okay. Der eine nuschelt, der Text ist unscharf. Naja, also, naja. Ein Spiel mit Schwächen. Das ist jetzt nicht so tragisch, aber also naja. Wenn man halt Besseres gewohnt ist, fällt es halt einfach auf. So, da oben kann ich nicht hin. Ne. Da oben, die Hebebühne war ich schon. Und nu? Und nu? Jetzt ist das Ding auf einmal aktiv. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ach, jetzt habe ich so ein... Ach Gott. Schwebepack. Mehr geht nicht. Okay. Wie auch immer. So. Ich möchte wissen, was das ist. Was ist das? Ein Inhalator? Ein Meatpack? Na da, das hat aber irgendwelche...
Gut. So, wo geht's? Wie geht's weiter? Was geht ab? Gar nichts geht ab. Keine Ahnung. So. Hier ist eigentlich nichts mehr. Wahrscheinlich muss ich jetzt dieses komische Schwebepack benutzen. Ja, wie kann ich mich denn bewegen, wenn ich... Ach so. Toll. Und dann muss ich so machen. Ah. Gott, ist das kompliziert. Es ist ein bisschen ungelenk, finde ich. Warum macht man das Schwebepack nicht, wie man Schwebepack macht, dass man wirklich schwebt und dann in der Luft steuern kann? Also, muss man mögen. So, und nu? Und nu? Habe ich eine neue? Nee, habe ich nicht. Das war auch wieder 2 Sekunden angezeigt und diese Quasselei von dem Typen ist unverständlich schlecht. Also wenn sich das ganze Spiel durchzieht, Punktabzug, absoluter Punktabzug. Oder kann man es direkt auf Deutsch umstellen? Dann ist es vielleicht ein bisschen verständlicher. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, man kann nur Untertitel machen. Er hat irgendwas gesagt von der Konsole. Musst du von der Konsole aus irgendwas machen? Ah. Okay. So, jetzt ist das Ding lose. Jetzt ist es wieder fest. Jetzt muss ich von hier aus irgendwas machen. Keine Ahnung. Ach so, das ist der Container-Dings da. Der holt das jetzt automatisch da. Den ersten Frachtraum kann ich jetzt was? Du kannst jetzt den ersten Frachtraum, Kann ich den? Nee, kann ich nicht. Besteigen oder betreten oder was stand da? Oh, was nervt mich das? Als ob man das nicht mal so stehen lassen könnte, bis man es gelesen hat und dann wegdrückt. Ich kenne jetzt den ersten Frachtraum. Muss ich jetzt an die andere Konsole oder muss ich in den Frachtraum? Er hat gesagt betreten. Ich meine, wahrscheinlich hat er gesagt betreten oder so. Oder beladen oder... Ah ne, der ist ja jetzt abgekoppelt, da kann ich ja gar nicht hin. Der ist ja jetzt da, von da unten abgekoppelt. So, bis... Habe ich doch. Was soll ich denn machen? Muss ich drücken? Drücken und ziehen? Nee. Ah. Ich habe nur die falsche Taste erwischt. Ah. Oh. Ja, toll. Ich bin ein Frachter, ein Armer. Jetzt lass uns. Oh.
Das sind diese Meatpacks. Aber die kann ich nicht. Die kann ich nicht hier rein tun. Okay. Die kann man nicht. Die kann man nicht sammeln. Schade. Ja, so viel Zeit muss sein, dass ich die Dinger jetzt aufsammle. Da war noch was. Ne, war nix. Aha. Das Ding? Ach. Okay. Aha. Kann ich das denn hin tun? Wo mache ich das denn fest? Gar nicht? Ich kann das auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Oder doch? Oder kann ich das nur... Ah, ich kann nur wahlweise. Aber ich habe... Habe ich hier an der Seite da nicht auch noch einen? Ah. Okay. Nee, dann nehmen wir das umgekehrt. Das dahin. Und das dahin. So. Das ist so doof, dass man da nicht drücken kann. Wo muss ich denn hin? Ich muss nirgendwo hin. Ich muss mich jetzt irgendwie hier durch. Ups. Hi. Hello. Love. The First Order is paying a small fortune for a piece of your cargo. And lucky you, we're here to claim it. So, there are two ways this can go. You can hide and weep and just hope really, really hard we don't find you. But eventually, it's always, oh, there you are. Blam, blam. Dead. Or option two. You just put your hands up. It's pretty easy. Just like this. I give up, Tara. See? I bet I can get a good price for you on Zagaria. So, think about it. See you soon. Your average raiders, little deckhand. You're tangling with the Guavian death gang. Means you should ask yourself, is one piece of cargo really worth it? Jettison the cargo so they can't get it.
Das sieht aus wie diese Abwurfdinger. Muss man da hier drauf drücken? Oder auf der anderen Seite? Ah, siehste. Habe ich es auch richtig gesagt? Das sind diese Abwurfdinger. Einmal, zweimal und tschüss. Get in there and make that stop. Wieso ist das Ding jetzt kaputt? Hat er auch eine Waffe liegen lassen? The ship just dipped into Batu's atmosphere. So, you can ride it into the dirt like a giant metal coffin. Or you can get out with us. Just put the blaster down and give us what we came for. Die andere Seite auch? Ja, die andere Seite jetzt auch. Kann ich die Waffe da hinlegen? Ja, kann ich. Unless I personally kill you first. That feels like it'll be more satisfying. Let's do that. So, wo kann ich denn raus? Perfect. Now the escape pod. Die Steuerbordlounge ab. Hey! Die Waffen sind aber nicht sehr. Nicht so sehr? Oh oh! Was soll ich denn hier noch abwerfen? Hier nochmal was abwerfen? Na, hier kann ich nichts mehr abwerfen. Soll ich hier noch irgendwas machen? Meine Pistole habe ich irgendwo unterwegs verloren. Egal, ich brauche auch nur zwei von denen, reicht auch. Ich denke mal, dass ich hier durch muss irgendwie.
Die sehen aus wie von Squish Game. Wieso geht das nicht zu? Ich setz mich da mal hin, ne? Okay, I set your coordinates for the Sami and Sun junk pile. Pushing the pod's landing. Stay alive and meet me at Cecil's Flax Cantina. A small hitch. She hit the life support system. Only have the oxygen that's currently inside. Ruby, gonna have to get... No? No? Well, everything's fine. Totally fine. Unrelated note. If you start to feel like going to sleep, maybe don't. And is Jax with you? I'm not receiving a signal. Was ist denn? Ist ja, ja. Okay. Lava, Sulz. Ach, jetzt geht's erst los. Das war alles krass. Okay. Okay. Etwas später. Okay. Kantina. Ah, jetzt kommt die Szene, die ich schon mal gesehen habe. Hier bin ich anscheinend angedockt. Here. You smell like Savage junk pile, kid. You all right? Mubo was worried about you. And your payload. But you know, mostly you. Not just the payload. Stick around. He should be ready. Oh, by the spires, you made it! And all in one piece! Which means... we can find the cargo! Hey, give the kid a chance to breathe, Mubo, or I don't know, order a drink. It's like they've been through a lot. Oh, I know. Surviving a brush with the Guavian Death Gang is a lot. But luckily, the spires kept you safe. And we're not talking about buying cyborg body parts. Ruby, come in and meet the most skilled droid technician in the outpost. After me, of course. Oh, don't be nervous. While you were gone, I reprogrammed an old Dark Eye probe droid to be my assistant. Aw, she likes you. See? Odor neutralizer. You smelled like junk. I didn't want to say anything. Okay, time to put you to work. We need to find those special packages. I just transferred the crash site's coordinates. Now, you and I will go out to the Batuu Wilds and get those packages back. You know, the Guavian Death Gang probably didn't just stop looking for the cargo they wanted on the ship. Just saying. Oh, right. You're gonna go out there and find the special packages. Alone! I have important droid depot things to do. Yes, I do! I just haven't told you about them yet.
I'll tell you later. Now, you, good luck. Oh, and did Jax, no? No, I didn't think so. Wow, that really took a depressing turn at the end. Hey, you need a drink? I need a drink. I need a couple drinks. Yeah, keep me was. I can concoct just about any drink in the galaxy. Yeah, but there are a couple, I don't know, unique ones that I do. Secret recipe sort of thing. Used a special ingredient somebody found up that too. Tell you what, order one, and I'll toss in a story about some of the crazy things that have happened here. Not to oversell it, but I'm a natural storyteller. It'll feel like you're living it. Guaranteed. Okay, where to start? Let's see. Oh, the first one I'll tell you is about a Jedi Padawan and her little green friend, who is very powerful and has huge ears. You want to hear it? Great, let me just, okay. All right, out of acid spinner tails, of course, and Demlin scales. Looks like the Terrateen pods, too. I work with a local forager who, you know, come to think of it, I haven't seen him in weeks. You know, these things aren't easy to get, so it's a good chance that he's dead. Anyway, keep an eye out for the ingredients while you're in the wilds, okay? You know, bring it up back and a drink is on the house. Did you hear that? Did you hear that? No. Right there. Those voices. I think this place is haunted. Either that, or there's a radio transponder still live somewhere in the hall, and it's picking up here on the Hutt's broadcast. By the way, the only thing that drowned it out was the jukebox, and now that thing's on the fritz.